Mit Blick auf den Hochfürst, auf das Maritimhotel in Titisee und die Mülltonnen von Titisee steigen wir jetzt in diesen dunklen Pfad ein. Hier ist die Gutach, die kommt aus dem Titisee, da ist ein Fluss unten. Eine schöne Birke. Die Gutach wird später zur Wutach. Hier ist eine alte Eisbahn. Die wird dann einfach geflutet, ein bisschen glatt gehobelt und dann kann man da Eis laufen. Also die Gegend im Schwarzwald kenne ich auch schon seit 40 Jahren. Seit immer. Hier war früher eine Feuerstelle, ist so seit 10 Jahren nicht mehr. Eine offizielle, wo man Feuer machen darf. Und hier keine Fahrradfahrer erlaubt, aber ich bin legal. Hier geht es zum Titisee, hier zum Raimati-Hof und hier, das sind sogar Fische, ist die Gutach. Später im wilderen Flussverlauf heißt sie dann korrekterweise Wutach. Das finde ich sehr schön. Man muss immer alles korrekt benennen. Hier geht es zum Hochfürstweg und dem Ferienhaus und hier eine Furt, wo ich früher schon gespielt habe. Mal sehen, wie warm das Wasser ist. Na, geht aber. Es waren auch schon halbnackte Leute im Titisee baden. Kein Wunder, es ist ja auch Sommer, 19. Juli 2020. Nicht gerade das beste Jahr, aber die Leute freuen sich und baden, das finde ich gut. Man sollte sich jetzt auch nicht nur noch depressiv zurückziehen, das bringt da nun wirklich nichts. Und hier eine Landzunge, da drüben ist noch ein kleiner anderer Arm. Da war nämlich eine Mühle, da führt noch ein Flüsschen durch. Wir sind jetzt hier auf einer Landzunge. Wunderschön. Im letzten Sonnenlicht. Die Sonne steht schon ganz schief, tief. Schief vielleicht auch. So weiß man ja nicht, wenn was rund ist. Ob es gerade oder schief steht. Dann ein ziemlich ausgetrocknetes Flussbett. In Berlin und Brandenburg hat es ja glücklicherweise jetzt viel geregnet, aber hier offensichtlich nicht. Und das ist doch echt Idylle. Da vorne geht es prinzipiell Richtung Neustadt in 6 Kilometern. Ich bin auch mal 2013 im Schnee. Nee, 2016. 2013 war ich auch hier. 2016 im Schnee den Hochfürst hoch. Und konnte echt nicht ganz hoch, weil damals im Winter noch so viel Schnee hier lag. Ob das jetzt noch so ist. Eine Ente.
von Wasser umgeben. Es fischen ja auch Leute in der Spree, wo hinter dem Wehr bei der Charlottenburger Schleuse Berge von Schaum im Wasser sind. Die Leute fischen und essen die Fische dann wenigstens auch, anstatt sie dann irgendwie verletzt zurückzuwerfen. Aber ob das so gesund ist, ich denke mal, der Titisee, der darf nur mit Elektrobooten schon immer nur befahren werden, nicht mit irgendwelchen Motorbooten. Der ist dann doch um einiges sauberer. Heute war ich auch schon am Todtnauer Wasserfall. Videos auf diesem Kanal natürlich. Jetzt gibt es noch einen Schmankerl. Das gibt es immer noch. Keine Angst, ich habe es nicht gebaut, aber es ist wunderbar. Inselhausen. Was ist Inselhausen? Ein Leuchtturm. Ja, sogar ein Klo gibt es. Und dann hat hier irgendjemand, irgendein Kind, einen Leuchtturm gebaut. Oder einen Betonstab aus früheren Zeiten dekoriert zu einem Leuchtturm. Das ist doch wunderbar, oder? Solche Entdeckungen. Alle 2 bis 3 Jahre bin ich hier und immer gibt es Inselhausen noch. Und immer ist es auch irgendwie gepflegt, nicht? Immer legt jemand noch Steine drauf. Ja, und jetzt war es das. Weil hier ist die Insel zu Ende. Wasser, Wasser, Wasser. Und da geht's weiter. Na dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.